Okay. Naja, deswegen hast du nicht viel von dir preisgegeben, muss ja auch. Nee. Hey, wir laden euch ein zum 5. No Dogma Freigeist Filmfestival in der KVU am 3. November. Ja, mal wieder in einem akut räumungsbedrohten Hausprojekt in Berlin. Ja, wir haben jede Menge Filme, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Alte Bekannte, wie zum Beispiel den Friesenstein mit lustigen Sachen. Und dann haben wir hier noch ein paar Musikvideos von Sascha Alexander Blaine, der war letztes Jahr auch schon dabei. Und dann Sarah Plass mit Stop Transpat gegen die Eindeutigmachung von Geschlecht. Dann kommt Fake Master Schmacke mit einem Film über serbische Kriegsverbrecher. Dann haben wir einen Film von einem, der schon eigene Filmfirma hat und so. Sind wir auch mit rein. Sonnen, von Sonnenfilm. Da geht es über einen Ringbahnsaufen. Kurzfilm. Die legendäre Videoaktivistengruppe Left Vision hat diesmal auch was eingereicht. Auch Kanal B, der alten Hasen. Und Freundeskreis Videoclips sind auch wieder dabei, wie jedes Jahr. Dann ist der Kameramann auch dabei mit Berlin Loves Israel, Iran and Palestine. Ein schöner Animationsfilm von Miss Toby Möhring, wo es hier direkt über Berlin geht. Der Film war die Räumung der Liebig 14. Der ist ein bisschen länger, wir haben drei 20 Minuten dabei, einer ist die Liebig 14 Räumung. Und dann haben wir noch einen Horror-Psych-Movie, auch mit einem x-beliebig Kollektiv, was dieses Jahr gedreht wurde. Und dann noch Filme von Benny. Ja, ich habe in Warschau gefilmt, wie da die Nazis gestoppt wurden letztes Jahr. Und die 15. Oktober Occupy-Demo letztes Jahr, der Start der Occupy-Bewegung in Berlin. Da hat eine Freundin von mir noch einen Film gedreht, wo ich Kameramann gemacht habe und einen Schnitt über G8. Ja, und viel, viele mehr. Es kommen auch Leute spontan mit ihrem Film dabei vorbei. Und wenn ihr noch einen Film habt, dann reicht ihr noch schnell ein. Es wird vielleicht auch Musik geben, ein bisschen Unterhaltung. Oh, bestimmt. Wir machen ein lockeres Programm diesmal. Die KVU findet ihr in der Lottumstraße. Lottumstraße 9 bis 10. U-Bahnhof Eberswalder Straße ist bei Mauerpark. Wer es noch nicht kennt, ist eine Gelegenheit, um in die KVU nochmal zu gehen, bevor sie geräumt wird. Vielleicht. Um 18 Uhr geht's los. Jo. Seid dabei. Tschüss.